krieg gerade so einen trockenen Mund, ich kann sonst nicht mehr weiterreden. Tut mir leid, einen Schluck mal eben. Da oben ist ein Männchen in der Luft, seht ihr das? Ist ja oben umgewandert. So, geil. So, was hat man hier? Mit dem Rohholzexport machen wir unglaubliche Umsätze. Ja, das ist auch gut so. Denn das brauchen wir auch. Weil wir sonst in dieser Welt hier untergehen werden. Mit unseren beiden Krediten, die wir haben, sind wir schon ziemlich am Limit. Und auch einen dritten Kredit sollten wir einfach nicht machen. Was ist denn hier los? Was regen die sich denn schon wieder auf? Ich arbeite auch für Hungerlohn, was? Ja, mach doch. Können Sie ja. Ich weiß nicht, was hier die Stimmung ist. Was ist denn los? Verhandelt mit dem Demonstranten. Herkunft. Achso, da ist einer. Der demonstriert schon. Was ist denn los? Warum demonstrieren die denn? Kann man das jetzt mal angucken? Protestiert, ja. Aber gegen was? Gucken wir mal. Verbinden Sie Ihre Stadt mit dem Großprojekt. Mhm, ist klar. Schicken Sie 20 Arbeiter zum Großprojekt. Versorgen Sie die Anlage mit Metall, Legierung, Prozession und Rohöl. Okay. Das mache ich sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann, Jungs. Was ihr habt für Probleme. Ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich habt ihr nicht genug frisches Wasser. Das können wir ja ändern. Können wir das hier? Wo ist denn unser Wasserturm? Da hinten. Stimmt, der schafft das nicht mehr. Das können wir ändern. Das ist kein Problem. Hier einfach einen zweiten Turm hingepflanzt. Zack, dann sollte die Wasser... Na, ist immer noch nicht so gut, wenn wir noch einen dritten Turm hinpflanzen müssen. So. Dann sollte das Wasser aber wieder fließen. Strom ist auf jeden Fall noch genug, oder? Ja, Strom ist auf jeden Fall noch genug. Moment, da müssen wir nicht anders machen. Muss ich so machen, ne? Strom ist noch genug da. Wogegen protestiert ihr denn jetzt noch? Ist doch alles gut hier. Ah, Krankenhaus. Ich habe gerade meinen Arzt in eine neue Klinik gesehen. Er hat mir einen Lolli gegeben. Schön. Was ist da mit euch noch? Ich habe keine Ahnung, wogegen die protestieren. Auf jeden Fall sind eine Menge Leute hier. Ja, protestiert immer. Ich habe keine Ahnung, wogegen ihr protestiert. Sind die jetzt weg alle? Ne, sind auch da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bauen wir jetzt noch einen Turm hin. Den vierten hin. Jetzt. Ist ja logisch. So, der kommt nämlich hier hin. Bam! Und der nächste kommt noch hier hin. Und dann habe ich schon ziemlich viel Rohöl, was ich hier abarbeiten kann. Was? 33 pro Tag. Ich habe doch gerade noch ein neues gebaut. Da müsste doch jetzt mehr werden. Was wollt ihr mir denn erzählen? Die freuen sich, dass sie Geld verdienen. Ja, das ist auch gut so. Das ist auch gut so, ne? Das sollen die auch ruhig mal machen hier. Geld verdienen. Noch 33,3 Tonnen pro Tag? Das kann ja wohl nicht sein. Muss doch mehr werden. Ich habe doch gerade einen neuen Turm gebaut hier hinten. Vielleicht müssen die auch mehr Leute einstellen. Aber da die Leute hier alle gerade protestieren sind, können die natürlich nicht... Die Straßen scheinen aber wieder frei zu sein, je nachdem ich hier die dicksten Straßen gebaut habe. Boah, hier sind wahrscheinlich alle am protestieren. Ja, ich weiß nur nicht, wogegen. Was will er? Ihre Steuern? Bei der Arbeit. Ich weiß nicht, wogegen die protestieren. Wenn ich es wüsste, würde ich ihnen helfen. Ah, die haben aber sonst nichts zu tun. Was ist denn hier hinten los? Autsch, ich bin verletzt. Ruft einen Krankenwagen. Ja, könnt ihr doch. Ich habe doch hier... Für Krankenhaus habe ich doch schon gesorgt, oder? Da fährt der Krankenwagen doch. Guck mal. Naja, das... Hier hinten ist eher weniger. Das stimmt schon. Ich kann ja mal das Krankenhaus noch ein bisschen updaten. Wenn euch das hilft, mache ich hier noch ein paar Krankenwagen hin. Hier. Und hier. Hier. Zu wenig Simoleons, okay. Aber einen Krankenwagen haben wir schon wieder mehr. Guck mal, das muss doch reichen. Hoffe ich. Schon eine ziemlich große Stadt hier einfach, das Ding, was ich hier gebaut habe. Mit den dicken Straßen ist schon übel, ne? Und wir machen kaum noch Gewinn pro Stunde. Nur 871. Ah, das ist natürlich wenig. Wenig bis gar nichts. Jojo. Ich glaube, ich muss mal hier was. Muss ich irgendwas abreißen eigentlich? Nein, das ist schon mal etwas. Ich muss aber, denke mal, bald einen Feuerwehrschutz bauen und dafür habe ich überhaupt gar kein Geld. Kann man nichts dran machen. Weil ich ja mein Ding ausgebaut habe. Wie viel habe ich denn jetzt? 38 pro Tag. Ist noch nicht die Welt.
Weltmarktlieferung. Für 10. Das, was auch immer dieses für 10 heißt. Achso, für 10 Tonnen kriege ich 7500. Ah, jetzt verstehe ich. Dann kriege ich ja pro Tag, wenn ich diese 30 Tonnen fördere, ja locker mal 21.000. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was, ne? Das ist ja was. Dann muss ich einfach diesen Handel einfach weiter ausbauen. Ganz einfach. 42 pro Tag. Guck mal, das ist ja schon 28.000, die ich dann pro Tag verdiene mit diesem Ding da. Ja, wenn hier noch ein Polizeischuss kommt, dann könnte auch sein, dass die hier noch ein bisschen größer werden und Hochhäuser raus werden. Ich habe keine Ahnung. Kann passieren, muss aber nicht. Ja, Polizei, haben wir zwei Wagen, das muss eigentlich reichen. Da liegt auch ein bisschen Roherz rum, wie man sieht. Aber bei weitem noch nicht voll, das Lager. Nee, das geht alles noch. Da ist kein Problem. Auf Patrouille. Interessant, interessant. Also das wird unsere Erdstadt hier. Ihr seht schon, das wird auf jeden Fall besser und strukturierter als meine allererste Stadt. Hier, was ich hier noch genau mache, weiß ich nicht. Ich muss hier unten noch laut Erzkarte, muss ich ja diese beiden Vorkommen auch irgendwie benutzen. Ich benutze ja im Moment nur dieses kleine hier oben. Da kann ich jetzt noch einen Turm hinbauen, dann werde ich noch ein Erzbergwerk, glaube ich, hier hinpflanzen. Das wird dann entweder nach dahin weiter oder nach dahin weiter. Ich muss mal gucken. Und da hinten kann ich noch was hinbauen und da unten muss ich auch irgendwie zwei Erzbergwerke hinkriegen mit jeweils vier Türmen. Das wäre natürlich schön. Und dann hätte ich kein Erzproblem mehr. Kann ich genug alles. 51 pro Tag, das ist ja schon mal was. Können wir das erweitern? Wir haben auch 16.000. Können wir doch bestimmt noch einen dritten Turm jetzt hinbauen. Müssen wir mal gucken, dass wir den ungefähr so hinkriegen. Das ist leider rot. Dass wir hier noch vier andere Türme hinkriegen. Aber das müsste eigentlich schaffen, wenn wir den hier hinbauen. Können wir da hinten noch genug einbauen. Okay, bauen wir den einfach mal dahin. Damit das Ding jetzt voll ausgebaut. Mehr LKWs brauchen die nicht, weil die haben eine relativ kurze Strecke bis da hoch. Wo ist Lagerung? 12 Tonnen haben sie schon gelagert. Uiuiui. Da muss ich vielleicht doch mal einen neuen LKW kaufen. Der kostet aber 10.000. 13 Tonnen haben sie gelagert. Ja, bei 55 pro Tag ist natürlich schon eine Menge. Da brauchen wir also auf jeden Fall noch einen LKW. Werden wir auch gleich machen. Ich glaube, der LKW kostet 10.000. Wenn ich mich nicht irre, ja. Heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Bis ich vielleicht das nächste verkauft habe. Also so ein Lagerplatz oder sowas kann man hier nicht bauen. Ne? Wir können nur das schnell abtransportieren. Okay. 17 Tonnen, wir sind fast voll. Wir brauchen unbedingt einen LKW, da fährt er gerade. Das ist einfach irgendwo hin. Das fließt jetzt einfach ins Nichts, ins Nirvana. Da ist der LKW wieder, der ist aber schnell. In die Garage, okay, was soll er in der Garage? Aha, wie der hin und her fährt. 9.000, da hab ich was verkauft, alles ist gut. Der nimmt das LKW, das Erzwerk fährt weg, fährt da hoch. Zack, fährt da rein. Oh, das wurde gerade was verkauft, das ist sehr gut. Da kann ich jetzt hier noch einen LKW dazu kaufen. Um das ein bisschen zu beschleunigen. Zack, so haben wir zwei LKW. Wunderbärchen. Dann können jetzt zwei LKWs da rauskommen, hoffe ich. Wo wollen die denn alle hin? Sollen arbeiten und nicht da irgendwo faul rumrennen. Yippie! Erz oder nicht Erz? Bauen Sie insgesamt 100 Tonnen Erz ab. Danke. Ich habe schon so einiges erreicht hier, ne? Ja, passt schon. Ja, mit 68, mit 70 pro, 70 pro Tag. Und mein Roherzlager ist fast voll. Ich muss also mehr Autos hier versuchen zu kriegen, die das alles wegschaffen. 71 pro Tag, das ist natürlich schon geil. Aber das kriege ich wahrscheinlich nicht mit den beiden LKWs weg. Ich denke, ich werde noch einen dritten LKW brauchen, oder? Und die beiden könnten das auch schaffen. Oh, ich denke, das schaffen die schon. Jetzt ist die Frage, schaffen die das hier alles zu verkaufen? 15 von 40 Tonnen, das ist, sieht so aus, als würden die das nicht schaffen zu verkaufen. Deswegen müssen wir hier wahrscheinlich noch so einen kleinen LKW dazu bauen. Und noch einen, dann haben wir gleich vier. Dann ist das schon mal auf jeden Fall, schaffen die das dann alles zu verkaufen. Und dann gibt es auch wieder mehr Kohle für mich. Sehr gut. Ach ja, wie schön die Erzlöser da herfahren. Das sieht gut aus. Und die schaffen auch alles wegzuschaffen. Also mit zwei LKWs reicht das hier vollkommen. Ach ja. Wir bringen jetzt alles hier hoch. Das sind schon 25 von 40 Tonnen. Was mit meinen LKWs? Können die nicht mehr fahren? Bald. Ja, wir haben es exportiert. Wir können den nicht irgendwie höher schrauben. Nee, geht wahrscheinlich nicht, ne? Naja, noch ist hier nicht so viel
545 Tonnen. Ist schon ziemlich voll, würde ich sagen. Fahren die denn auch alle raus und bringen das mal weg? Ich sehe da keine Autos, die da rausfahren. Ich sehe immer nur den einen LKW da reinfahren, der das ein auslädt. Aber keinen von diesen hier, die das irgendwie wegfahren. 20 Tonnen, okay. Ich denke, ich werde das Ding mal erweitern müssen, einfach, weil ich sonst nicht mehr alles lagern kann. So, okay. Roherzlager. Bauen wir einfach noch eins hin. So, haben wir schon ein drittes. Wenn wir das jetzt anklicken, dann sehen wir nämlich genau, wir haben 20 von 60 Tonnen. Das ist also, sollte eigentlich gehen. Wie stellst du her? 86 mittlerweile schon. Wir kommen schon fast auf die, dass wir eine Legierung bauen können. Das wäre richtig geil. Muss ich ja schon mal zugeben, wenn wir das schaffen würden. Hut ab. Ich glaube, kommen wir aber nicht hin. Wir sind jetzt gerade bei 88. Wie viele waren das wirklich nochmal genau? 96. Oh, was sind wir denn da dran? Ich glaube, ich muss ein zweites Bergwerk dafür bauen. Oh, 90 Tonnen. Geil. Noch der Tag nicht rum. Was wollen die? Krankenhaus oder was? Vielleicht hilft ja ein bisschen Ruhehust. Das Krankenhaus ist doch direkt hier. Kann ja nicht so schwierig sein. 92,5. Oh, komm, das schaffen wir doch. Der Tag ist noch nicht rum. Das Dach ist noch nicht rum. Das wäre fantastisch eigentlich, wenn wir das jetzt schon schaffen würden. Mit einem Erzberg weg. Das wäre schon richtig geil. 95? Komm, einen noch. Das kann ja nicht sein. Komm, einen noch. Einen mehr. Wäre das toll. Na komm. 95? Hier oben das Ding ist. Das geht so. 95? Immer noch. Oh nein, ich will 96 haben. Komm. Komm, verkauft nur noch eine Tonne mehr, muss da irgendwie rausgefördert werden. Arbeitet wahrscheinlich keiner mehr, oder wie? 95! Vorrat für 7 Monate. Roherz unterm Gebäude, Vorrat für 7 Monate. Okay, das ist ja schon interessant. Und danach gibt es keine Roherz mehr, ja? Dann schlecht. Dann ist meine Roherzstadt im Bach runtergegangen. Mehr als 95 kriegt er wahrscheinlich nicht raus. Das ist aber bitter. Also wegen einer Tonne kriege ich das andere nicht. Oh Mann. Das ist echt bitter. Wir können aber wieder die Roherzkarte anschalten und überlegen, wo wir das zweite Ding hinbauen werden. Ich muss das ja irgendwie hier versuchen anzuschließen und dann wird das schon klappen. So, das werde ich jetzt auch bauen, weil wir haben jetzt gerade wieder. Pass auf, wir brauchen hier jetzt ein Erzbergwerk. Und wir bauen das, denke ich mal, hier hin. Kann man das drehen? Kann man das drehen? Ich würde das gerne andersrum sitzen. Geht das? Kann ich das? Vielleicht, wenn ich so mache? Auch nicht. So, ich würde das gerne drehen. Das kann doch nicht immer so rumstehen bleiben. Das ist doch doof, sowas. Ich würde das gerne andersrum.